Die Saisons River, die Saison 2016-2017 steht genauso wie mehr von Avel FTV auch an der Startlöcher. Und da moin und herzlich willkommen bei einer neuen Episode. Letztes Jahr bei der ersten Episode von Avel FTV, da könnt ihr ja live mit dabei sein, wo die Avel F die Vereine alle guten invitiert wird für ihnen Bälle zu übergehen, machen sie das Jahr ein bisschen anders, nämlich setzen mehr als Lo an ein Kamionett und bringen Bälle direkt bei den Vereinen. Wir haben jetzt 4 Runden, 5 Jahre eine Challenge geführt. Ein Unterstützungsprogramm für die Jugend, da habe ich dann den Verein auf die Beine zu setzen. Für das am Anfang mit dem Objektiv, dass die Kant 5 bis 7, 8 Jahre, wird bei dem Fußball können, wird viel Fußball spielen, also in der Nachbarschaft ein Verein findet, die noch eine Jugend-Equipe, also in dem respektiven Alter, dann kann nur bieten. Das war am Anfang die Challenge, die wir uns gesagt haben. Wir waren also auch bewusst, dass es nicht wirklich für das so ist, dass ich den Objektiv zu gehen. Und da sind dann noch natürlich, muss der Verein helfen, für das umzusetzen. Die Hilfe gesagt natürlich auch, dass man neben der finanziellen Unterstützung auch eine materielle Unterstützung gibt. Sie hilft das durch Kurnen, durch Trainingssachen und hauptsächlich auch durch die Bälle. Auch wieder gesagt wird, also schon seit 50 Jahren, dass man das machen muss. Volles Succes, man über einen Rekordzahl von über 600 Jugendequipen. Das heißt, man gehen 10 Bälle pro angeschriebene Jugendequipe, sodass an den nächsten Tag über 6000 Bälle werden in die respektive Vereine verdient. Voilà, die Bälle sind angepackt, die Station ist hier am schönen Süden. Der Bielitzer Fußballclub am Meer holen ist einfach mal mit. Wir sind noch bei unserer ersten Station angekommen. Wir stehen heute zu Bielitz um Fußball Terra am Meer, packen natürlich auch selbstverständlich eine Hand mit unten. So, wir geben eine Schaffung. Ich fand das ganz wichtig für die Bielitzer Fußball. Und auch für die Jugend, dass sie die auch Ball haben für ein Training. Es ist immer mehr kräftiger Ball, aber das war echt die erste Station für viele. Und mehr Männer ist da noch weiter auf die Folie, wo wir dann natürlich auch im Wert in der Hand aufpacken. Juhu! Wie ihr am Hintergrund könnt ihr kennen, sind wir nicht mehr zu Bielis, aber wir sind noch Fußballsterra vom CSV. Und auch sie kriegen wie die anderen Vereine eine Unterstützung von der FLF und das in der Form von Fußball. Und genau die Bälle gehen wir noch auspacken. Kommen wir nicht für eine kleine Pause, Mann. Wie wichtig ist es dann, dass auch den CSV die Unterstützung von der FLF kriegt? Oh, ich meine, wir freuen uns immer, wenn wir von der FLF unterstützt gehen, zum Beispiel mit der Bälle und sonst von irgendwie Material. Und ich gebe dann noch an einiges von der Gelegenheit profitieren, für ihnen noch viel mehr Schmerz zu suchen, für den Lebensgest. Just wenn wir noch auf der Folie und voilà, schon sind wir zu schöpfen. So schnell geht das bei Avel FTV. Wie wichtig ist dann die Unterstützung von Avel FTV für Ihre Vereine? Ich meine, das wie gewusst und all den kleinen, es war die so kleine Vereine, wo alles so fehlt, sind wir alle Jahre froh, wenn der Avel FTV etwas möchte, ob das nur Bälle oder Material ist für die letzten Jahre. Und das ist schon ein großes Höllefeld, das ist ein großer Kastenpunkt am Anfang für die Vereine, zum Beispiel im Jugendbereich. Voilà, das war es für diese Episode von Avel FTV. Wir haben alle guten Bälle aufgeliefert, aber noch ein paar Stationen Nummer zu machen. Dafür fuhren wir zurück auf Wunderisch. Und ihr seid natürlich herzlich invitiert, auch in Zukunft ranzugucken bei Avel FTV. Bis demnächst, ciao!
Thank you.
Et yeah. Voilà, die Herren, wir begrüßen euch ganz herzlich bei unserer Pressekonferenz am Kader vom Qualifikationsmatch Heim gegen Frankreich, den 25. März. Und wie gesagt, das ist die Pressekonferenz, also eine traditionelle Pressekonferenz mit jedem Kader, wo sie auch am Livestream zu sehen ist, also bei dem Internet und auch bei Facebook. Und vielleicht gehen wir direkt dem Trainer zu, für ich den Kader zu präsentieren von den Spielern, die selektioniert wird für dieses Match. Ja, guten Morgen, mal alle guten. Und ich meine, das ist das, was dich interessiert. Dafür will ich nicht zu lang. Mich abhalten am Goal. Denke ich, das ist keine Überraschung. Bei Momentum Moritz und am Ralf schon. Die zwei Goalkeeper, die letzte Match gespielt haben, und dann als Nummer 3 haben wir den Jun Cikanovic von Gent selektioniert, für die ganze herabzufüllen. An der Verteidigung haben wir mit Laurent Jans, Maxim Chano, Christoph Martins, Foulignan, Kevin Malje, Dirk Carlsen, den Tim Hall, den Enes Mamutovic und den Jan Matthias. Haben wir 8 Spieler, das heißt, die Positionen sind gedoubelt. Von denen von aus geht, dass man eine Feierkette werden spielen. Was aber noch nicht die Idee das. Bon, wie gesagt, das sind 8 Spieler für im Prinzip 4 Positionen. Da gehen wir ins Mittelfeld. Als selektioniert gehen der Chris Philips, der Lars Scherzen, den Erik Weiger, den Mario Mutsch, den Vincent Thiel, den Florian Bonat, den Gerson Rodriguez und den Maurice Deville. Das sind auch 8 Spieler.
Und dann als Stürmer haben wir selektioniert Stefano Benzi, den Aurelien Joachim, den Dave Turpel und den Daniel Damotta. Da kann ich da, das sind vier Spieler, aber wie gesagt, ich muss gucken, ob wir mit einer Spitze spielen, ob wir mit zwei Spitzen spielen oder mit drei Spitzen spielen. Mit unseren Spielern, der Maurice Deville, also hat bei den Mittelfeldspielern abgefeuert, den Daniel Damotta bei den Stürmer abgefeuert. Da muss ich gucken, wen auf welcher Position. Herno wird ablaufen. Aber wie gesagt, ich denke, dass er ein ganz interessanter Kader ist. Es sind im Moment 23 Spieler, da muss man gucken, ob man noch reduzieren oder nicht. Die zwei Präparationsmatches, die wir gemäht haben, die noch gewissen haben, dass die Konkurrenz am Gruppe deutscher Welt noch einmal in die Luft geht. Und dementsprechend freuen wir uns auf die ganze Präparation, respektive dann auch auf die zwei Ländermatches, die werden kommen. Und von der Lohne froh sind, dass sie nicht gerne zu ihrer Verfügung bin. Ja. Jan Matthias und Gerson Rodriguez, was tut den Ausschlag hin, dass die zwei dabei sind? Bei den Gerson war noch nicht letzte Bildung. Ich konnte nicht für das selektionieren, weil er Nationalität nicht hat. Den Gerson hat die zwei Präparationsmatches mitgespielt. Er hat sich da gut präsentiert. Und ich denke einfach, dass er Qualitäten hat, für um internationalen Niveau können als Farbe gut zu vertreten. Er hat einen gewissen Taschen, eine gewisse Vitesse, eine gewisse Gabarit. Und da hat er noch die zwei Matches schon einen Beweis gestellt. Und von daher werden wir schon auch von ihm, dass der nächste Reinkehr einen Schritt weiter wird bringen. Denn Jan Matthias, Hunisch sind da Wochen, respektive meint, ja, befolgt, weil ich den Jungen für ein paar Monate gesehen habe. Und ich fand, dass er ganz interessante Qualitäten hat. Auch hier nicht die zwei Matches, die wir gespielt haben, nicht, und, sich ja, ganz interessant gewesen. Von daher gebe ich gerne über den längeren Zeitraum, sprich die ziemlich stark gesehen, wie sie sich hier auf dem Terrain, Raumterrain wird bewollen. Ich denke noch, dass er von seinen Qualitäten hier kann man es verstärken, von daher ist noch selektioniert, gehen weil er eine gewisse Puissance mit sich bringt, die um internationalen Niveau enorm wichtig ist. Und, ja, wie gesagt, von daher freue ich mich auf die zwei Spieler und ich hoffe, dass sie sich bestmöglich in die Gruppe integrieren, weil das schlussendlich, was mich am meisten interessiert, die Gruppe, die Kollektiv. Ich hoffe, dass sie fertig bringen, für sich wie gesagt, bestmöglich zu integrieren und dann noch für die kommende Aufgaben dann noch können selektioniert gehen. Matthias Jenisch. Ouais. Oui, la décision, je l'ai prise hier. Matthias a eu une inflammation au tendon d'Achille et je voulais pas prendre le risque d'avoir un joueur dans le noyau qui, durant les 10 jours, ne soit pas à 100%. Le risque me semblait trop grand. Par rapport aussi aux charges d'entraînement qu'il y aura. Il y aura des jours où il y a deux séances d'entraînement et comme Matthias ne s'est pas entraîné à 100% sur les 10 derniers jours et que l'inflammation n'est toujours pas partie à 100%, ça me semblait trop risqué d'avoir un joueur que je ne pouvais pas charger à 100%. Aussi par rapport à, d'abord par rapport au joueur, après par rapport aussi à son club, parce que ça me semblait trop risqué qu'il subisse une rechute et qu'après son club en subisse les conséquences. Du coup, là, t'as, si j'ai bien compté, 23 garçons. Combien doivent disparaître avant le match contre la France, enfin, que ce soit le jour du match contre la France ou la veille ou je ne sais pas quand? J'espère personne. Si tout le monde se comporte à ma veille, si rien ne se passe de spécial, j'espère les garder tous dans le noyau parce que je pense qu'ils ont tous les capacités pour être dans le noyau. Après, si j'ai le sentiment que je vais devoir rétrécir le groupe, je le ferai, mais sinon j'espère que tout le monde
fonctionnent à merveille, respectivement aussi. Après, on ne sait jamais si quelqu'un se blesse, ce qu'il y aura. Oui. Après, pour le deuxième match contre le Cap-Vert, il faut voir ce qu'on pourra faire parce que nos U21 joueront contre le Kazakhstan, un match de qualification. Donc, je vais voir si on peut faire descendre l'un ou l'autre joueur pour respectivement pour les renforcer. Jo. Das ist ein Spiel, die in letzter Zeit nicht mehr so viel zum Einsatz kommen sind. Das ist das, was er suchen möchte, beziehungsweise eine Teil der Präparation mit ihnen, ob die kommt Matcher. Ich hatte schon gesagt, dass nicht nur ein Spieler aus dem Ausland, die nicht immer gespielt haben, alle letzten Sonde, wenn ich just halt bei den Stürmer gucke, Daniel de Motte hat beim RW99 den Matchen durchgefangen, der Stefano Benzi hat bei der Fola den Matchen durchgefangen. Da sind noch Spieler dabei, die hier am Land nicht unbedingt immer die 90 Minuten gespielt haben. Das sind Donnerien, da muss ich leben, respektive muss ich mehr leben. Ich habe noch den Kader so zusammengestellt, einfach weil ich den Spieler am meisten betrüge, die Qualität des Spielers betrüge, und dann am ehemals zu machen, wenn ein 100% belastbar ist, und respektive dann noch, weil ich an Eisen zwei Präparationsmatcher gesehen habe. Tut aber ohne Sujet ja dann an der Kader zusammengestellt. Natürlich hätte ich lieber, sie hätten alle gute Spielpraxis bei einem höchstmöglichen Niveau. Aber wie gesagt, das sind Donnerien, die immer im Wert herumkommen, dass nicht oder andere Mann an der Praxis oder respektive offen Blessure zurückkommt. Das sind Donnerien, die immer gesehen. Die letzte Matches, die wir hatten, haben ich gesagt, hat sich eine Gruppe gebildet, die ganz gut funktioniert hat. Und das ist das, was mich interessiert, das Kollektiv. Und ich finde die Spieler selektioniert, wo ich denke, dass sie als Equipe am stärksten können funktionieren. Und da, wie gesagt, hauptsächlich am nächsten Match auch in Frankreich, für uns da bestmöglich aus der Fährte zu zeigen. Dann. Wie gesagt, die Situation um den Vincent Thiele ist, der wirklich länger Zeit ausgefallen ist. Ja, der Vincent passt doch an den dritten Kontext dran. Ne? Nicht, die letzte Woche nicht gespielt. Und das ist aber schon seit drei, vier Wochen am Gang, wo sein Abbau gemacht wurde. Und der Vincent doch seit dieser Woche normal man gut trainiert. Das ist ein Bau für 17 Jahre. Und ich meine, in den letzten 17 Jahren hat er selber Fußball gespielt, wird er wissen. Dass ihn an dem Alter enorm schnell rekuperiert, davon du hier. Das hat für mich bedenkenlos, für uns zu selektionieren, weil einfach ein enormes Talent das, enorme Qualität, nur die einer Jungen nicht tun. Das ist natürlich schon ihm für Matzingen Talent selbst zu machen, und das zu schaffen, was dann in den kommenden Wochen und darf lehnen, bis wohin er hier individuell könnt, mir für uns aus dem Ballfall eine Bereicherung. Das macht bewusst, dass es natürlich auch schwer geht für den Vincent, über 90 Minuten Werte spielen zu lassen. Aber wie gesagt, das ist für uns eine Bereicherung, die ganze Gruppe ist eine Bereicherung, von daher will ich nicht unbedingt dabei. T'en es où de tes réflexions avec Maurice Deville? Il est sélectionné. Est-ce qu'il part sur un pied d'égalité avec tout le monde ou est-ce qu'il a beaucoup de choses encore à prouver ces prochains jours? Ils partent tous au moins pied d'égalité. Et bien sûr, après, il y a des données qu'on vient de discuter. L'un a plus joué de minutes dans son club, l'autre, il a moins joué, l'un revient de blessure. Ce sont des données qui sont vraies pour tout le monde. Après, bon, Maurice, je vais me faire une image, il a joué 45 minutes le week-end dernier. Donc, je vais voir aux séances d'entraînement à quel niveau il se situe. Et après, en fonction de ça, on va faire débuter les 11 joueurs qui me semblent le mieux armés contre la France. Et à ce niveau-là, Maurice, il a les mêmes chances que tout autre joueur. Dann Sébastien Thiel, der war immer dabei. Das gehörst du nicht dabei. Was hast du für den Grund? Ja, alle, ich muss so in Mundeka, wo wenig Spieler, die blessiert sind, respektive gegen Spätnen. Von daher ist natürlich, das habe ich auch gesagt, dass die Konkurrenz mit groß ist, denn Gerson Rodriguez ist für dich dabei, dass die Position, wo der Sepp zum Beispiel auch auf Ruhe kommt, alle, wenn ich die Basispositionen hole, wo man die letzten Matches
gespielt haben, waren besetzt mit Daniel der Mutter, mit Florian Bonert, der Mario, den zum Beispiel die Position gespielt hat, in Bulgarien. Da war der Seppner auf der Position 4 gesehen, so könnte man Gerson Rodriguez in neue Spieler dabei. Die hat mir auch schon die Frage gestellt, für was den Abru nicht gerufen gewählt hat, Präparationsmatch, aber doch ein Spieler aus für die nämliche Position. So, ich kann nicht acht Spieler selektionieren für eine einzige Position. Von daher muss ich in der Schwere treffen. Und das war auch die Decision, die ich am längsten rausgezögert habe, weil ich. Weil nicht evident war, für das Sepp festzulassen, weil never gewisse Qualitäten nicht, wie gesagt, ich finde, da müssen wir einen Schwer treffen, noch par rapport zu unserem Gegner. Ich erwarte mir da eine französische Equipe, die auf dieser Position noch eine enorme Dynamik und eine enorme Puissance hat. Und da denke ich, dass der Gerson zum Beispiel einen Avantage hat, par rapport zum Sepp, den wir über seine fußballische Qualität können, wie über die Dynamik oder die Explosivität. Christopher Martins fait encore partie de la catégorie défenseur sur ta liste, c'est normal. Je l'ai dit, je les ai placés dans un registre. Après ça pourra que ça changera. Hein. Vous êtes certainement habitué à nous voir en 4-4-2 ou 4-2-3 ou 4-4-1-1. Vous êtes très bien au courant comment la France se joue. Je sais aussi que les Français, au niveau des ailiers ou des joueurs de côté, qui ont de grandes qualités. Donc, la question aussi que je me pose, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place une défense à 5 pour peut-être mieux doubler ces postes. C'est la question que je me pose. Après, si on fait une défense à 5, il y aura 3 joueurs axiaux. Donc il y aura de fortes chances de voir Kiki Martins en défense centrale. Après, je vais me faire une image de la forme des uns et des autres. Hein. Lars Gerson aussi, si on parle de Vincent Hill, Lars Gerson qui a été blessé sur une certaine durée, je vais me faire une image de son niveau de forme. Et après je vais décider qui jouera en défense centrale, qui jouera au milieu, dans quelle organisation on va jouer. Ça date d'un moment. Hein. En novembre, j'ai vu les gamins la dernière fois, donc d'abord je vais me faire une image de leur niveau de forme et après on va décider qui jouera à quel poste. Philippe. Justement, vous parliez de Lars Gerson. Au milieu, vous avez plusieurs joueurs qui ont pas trop de temps de jeu, comme Philips ou encore Mouch. Comment vous allez gérer ce problème? Est-ce que déjà c'est un problème pour vous et puis comment vous allez le gérer? Oui. J'aurais bien aimé que Chris joue davantage à Metz, qu'il continue à jouer. Vous êtes supporter de Metz. Vous êtes supporter de Metz. Moi aussi, je l'ai suivi avec attention. C'est son 6 minutes qu'il a pu jouer en mois de janvier. Et je salue les performances respectivement aussi, les résultats qu'ils ont fait avec Chris Phillips au milieu. Moi, j'ai noté qu'ils ont quand même pris pas mal de points. Avec Chris au milieu, et après, là, c'est le dernier mois, il a. Il a fait les frais aller des retours, les retours de la CAN. Là, il était à nouveau dans le noyau, mais par rapport à ses prestations, par rapport aussi aux résultats que l'équipe a fait avec Chris, j'ai trouvé dommage qu'il soit ouais, reparti comme ça du noyau. Donc, ce qui est bénéfique, bien sûr, qu'il ait eu ce temps de jeu hein, au mois de janvier, respectivement aussi début février. Bon, après bien sûr, il est dans la situation comme certains autres qui ont moins de temps de jeu actuel. C'est pour ça aussi que le match qu'on va jouer contre le Standard est, à mon avis, est hyper important. Pour tous ces gamins qui ont moins de temps de jeu, c'est pas important pour prendre le rythme, pour prendre le contact aussi au niveau international, parce que les duels sont joués différemment, les enchaînements doivent être faits plus vite, donc ce sera important pour certains un peu plus. Tu vas mettre en place ta configuration tactique contre le Standard?
Ouais. Difficile à dire. Écoute, maintenant, si je vais jouer une défense à 5, je vais la tester. Après, le match me dira si je pourrais mettre ça en place contre la France ou pas. C'est la question que je me pose. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on a assez de temps pour le mettre en place ou pas? Donc, je peux pas te répondre actuellement. Je vais certainement essayer certains trucs ou je vais garder les acquis. Sur ce qu'on a eu sur les derniers matchs. Mais je vais certainement, et si ce n'est qu'une partie du match, certainement voir une configuration différente. De toute façon, ce ne sera pas une nouveauté pour cette défense à 5. Oui, pour certains un peu plus, pour d'autres moins, parce qu'ils ont déjà évolué plus souvent dans cette configuration. Après aussi, ça dépend toujours de l'animation qui est mise en place. Moi, je peux mettre un 4-4-2 en place et que les joueurs aient une animation différente que ce qu'ils ont d'habitude, l'habitude de jouer dans le club, parce que leur entraîneur leur demande quelque chose de différent. Donc, ouais. Mais après, la question que je me pose aussi, c'est sont-ils tous capables d'évoluer dans une défense à 5, respectivement, qui parfois ce sera une défense à 3. On va certainement le tester à l'entraînement. Et puis je vais prendre une décision si on peut le faire ou pas. Je ne sais pas si tu as une réponse à cette question. L'état de la pelouse, est-ce qu'il est aussi catastrophique que contre les Pays-Bas? J'entends tout et son contraire en ce moment. Tu entends quoi? Moi j'ai entendu ça aussi. J'étais pas dessus. Je vais pas y aller parce que sinon mon état de santé va. Va en subir des conséquences. Non, contre les Pays-Bas, tout le monde sait ce qu'il y a eu. Donc je crois que ça date d'il y a quoi, 4 mois. Allez, si on veut, parce que. Il n'y a pas tout le monde qui le veut, certainement. La pelouse pourrait être dans un état parce qu'il n'y a pas eu trop de matchs dessus, je crois, les dernières semaines. Donc, normalement, ça pourrait être une très, très belle pelouse. Après, ce n'est pas de ma responsabilité. C'est la responsabilité d'autres personnes. Je pense qu'après, c'est aussi, à mon avis, c'est une image de marque qu'on a, que le pays a par rapport à l'étranger. Je vais me laisser surprendre le 25, dans quel état elle sera. Après, il faut dire aussi, est-ce que ça va nous avantager ou est-ce que ça va nous désavantager? Normalement, une bonne pelouse, ça avantage l'équipe qui a la possession de balle, qui fait circuler la balle pour déstabiliser un adversaire. Donc, en ce qui nous concerne, moi je préfère, de toute façon je préfère que la pelouse soit belle, parce que moi aussi je suis d'avis que même si la France va bien sûr jouer à un autre rythme que nous, je suis d'avis que même nous en possession de balle, on a plus de facilité à jouer, à présenter une prestation correcte aussi à nos supporters. Parce que le stade sera plein et tous les gens ils viennent pour voir du spectacle. Donc je suis d'avis, si on veut voir du spectacle, il faut une pelouse en seconde. Ça te fait peur pour l'état de santé de tes joueurs? Ce que tu avais vu contre les Pays-Bas, si c'est la même chose, ça t'angoisse un peu? Ça m'angoisserait par rapport au deuxième match, oui. Parce que 72 heures après, on jouera le Cap-Vert et donc les jambes seront beaucoup, beaucoup plus lourdes. Donc heureusement... Je regardais un peu la météo. Normalement, ce qui est annoncé, il ne pleuvra plus trop. Donc, ça devrait aller. Mais après, bien sûr, c'est surtout si on a un match relativement rapproché après, au niveau de la récupération, ce sera difficile. Après, par rapport aux blessures, je ne songe même pas y penser.
l'évolution de Jung Sekanovic, c'est toujours la même chose que la première fois qu'il est apparu dans le groupe ou ça, Jung Sekanovic, où est-ce que le gardien, il est toujours au même point dans son club ou ça évolue tout doucement, c'était des nouvelles à ce sujet-là? Bah, Yun, il a toujours connu des problèmes avec, au niveau des papiers, hein, avec le règlement de la distance, parce qu'il n'avait que 16 ans. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y avait des problèmes. Là, c'est en train de se régler. Bon, on l'a pris comme troisième gardien, toujours pour voir un peu à quel niveau il se situe, s'il a fait des progrès sur les dernières semaines. Mais les infos que j'ai, c'est que ça devrait... Le problème devrait se résoudre là dans les jours. Oui, Didier. Maurice Deville apparaît un peu dans le trou dans sa formation à Francfort. Toi, tu lui gardes ta confiance. Quelles sont les raisons? Il a eu un moment de moins bien parce qu'il n'a pas été retenu par l'entraîneur. Depuis, il a eu... un changement d'entraîneur, donc peut-être aussi une philosophie différente. Et là, il a réapparu dans le groupe. Il a joué 45 minutes le week-end dernier. Et donc, il s'entraîne quand même aller régulièrement dans le monde professionnel. Ça veut quand même dire aussi qu'il a normalement un certain rythme dans les jambes. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Il nous amène aussi des qualités, allez, surtout athlétiques, de par sa taille, de par aussi son sens du but. Par rapport à ça aussi, en tant que joker, que ce soit à Kaiserslautern où il a été, et même sur certains matchs à Francfort, il a montré des qualités à ce niveau-là, donc qu'on ne va pas jeter comme ça. Anthony Maurice, als Profispieler, aber nicht schon heute die Spielpraxis, die vielleicht braucht, dein Klo Präferenz? Ja, Dünner, ja, wo gesagt hat, dann war auch schon, dass im Verein nicht unbedingt immer gute Prestationen gewesen hat, schon dem Ralf, der dann das letzte Match gesagt hat. Ich kann den Ralf justizieren, wie ein. Wie bei mir trainiert, wie bei mir spielt. Wenn ich die Prestation gucke, letzten Mittwoch in Saint-Gilloise. So, das ist so, dass Anthony Maurice Nummer 1, das andere Rolf ist Nummer 2. Und da haben wir auch 400 Kampagnen gesucht gehabt. Ich denke, dass in dem Bereich wichtig ist, dass die Goal gibt, sich kann präparieren auf den Match. Und auf und hier haben wir ganz klare Message gegeben, dass der Anthony Nummer 1 wäre, aber zu dem Zeitpunkt wäre dann John Anaramco, den er mittlerweile dann vom Boot geklommen hat. Und von daher, der Anthony ist Nummer 1 und der Ralf ist Nummer 2. Und das ist auch nicht so, wie wenn der Anthony noch keine Praxis hat. Der Anthony hat bei den Profis sitzen auf der Bank und nicht einfach alle meinen, dass er mit der zweiten Equipe gespielt hat. Das ist eine Jobpraxis, eben bei einem Mann auf hohem Niveau. Enes Marmoutovic a lancé sa carrière internationale au poste de latéral. Là, on voit que Mathias peut clairement faire le doublon de Laurent sur la droite. Ça veut dire que Marmoutovic est conçu comme un défenseur central ce mois-ci. Oui. Oui. Après, je le considère souvent en fonction aussi de l'adversaire. Si je pars du principe que la France joue sur les côtés avec les joueurs qui sont possibles d'y évoluer, Sissoko, Payet, Dembélé, Martial, Coman, j'en ai oublié. Peut-être qu'il sélectionne Mbappé pour mettre sur le côté. C'est tous des joueurs ultra dynamiques, qui vont vite par le pied, qui vont vite sans le ballon. Donc il faut des joueurs explosifs sur ces positions-là. Donc je considère qu'Inès, avec la taille, avec son physique, pourrait peut-être nous amener plus dans l'axe. Si on part du principe, par exemple, que
Giroud jouera en pointe. Après ça aussi, on va voir ça en fonction un peu de l'équipe que Didier va mettre en place de l'autre côté. Mais donc, c'est des possibilités à prouver aussi par rapport à, aux qualités, respectivement aux défauts de l'adversaire. Et là, je l'ai sélectionné en partant du principe qu'il peut postuler dans l'axe, oui. De Deschamps. Non, pas plus que ça, parce que je connais la qualité individuelle des joueurs qu'ils ont. Et maintenant, je l'ai dit qu'ils ont en sélection deux sur un poste, ou trois sur un poste, ou respectivement. Les noms que je viens de citer, c'est tous des joueurs qui sont, allez, ils sont en train de jouer la Champions League, donc. Je n'ai pas besoin d'expliquer quel niveau ils ont. Pour moi, cette équipe de France sera un des grands, grands, grands favoris pour la prochaine Coupe du Monde. Si vous prenez tous ces jeunes joueurs qui sont jeunes, qui auront un peu plus de maturité dans 18 mois, je les considère comme un grand, grand, grand favori. Alors, il reste des questions. Comment va s'organiser le stage alors, Luc ? Ben là, on va débuter samedi soir. Donc, tous les joueurs de BGL ils vont encore jouer samedi après-midi. On va débuter samedi soir. On va les attendre avec impatience en espérant que plus personne ne soit blessé ou qu'ils sont tous en bonne santé. Après, au niveau des professionnels, il y en a certains aussi qui vont nous rejoindre déjà samedi. On a certains qui vont nous rejoindre dimanche. Le dernier, ce sera celui qui viendra de l'autre côté. C'est Maxime. Maxime va atterrir mardi matin vers 10h30. Et à partir de ce moment-là, on sera au complet. Après, on va voir aussi sur les entraînements de dimanche, lundi, respectivement aussi mardi. On va beaucoup travailler individuellement avec les gamins, respectivement en groupe, sachant avec ceux qui auront joué nombre de minutes samedi, ceux qui n'ont pas joué, ceux qui ont joué un peu. On va travailler en groupe. Au niveau de la vidéo, tu as prévu quelque chose ? Vidéo ? Oui. Oui. L'aspect précis ? Oui, je suis encore en train de travailler dessus. Bien sûr, on travaille dessus. Allez. Que ce soit sur la France, on a planifié pas mal de choses aussi avec des. Allez, ce qu'on a fait sur les derniers rassemblements aussi, au niveau du team building, au niveau du psychologue de sport, on dit. Hein. J'ai prévu certaines choses avec tout le groupe. Au niveau de la nutrition, on va avoir un meeting aussi parce que je crois qu'il y en a certains jeunes qui faut leur expliquer parfois aussi que la nutrition est très importante par rapport à la performance. Donc on a planifié pas mal de choses. Qui n'est pas uniquement maintenant pour les deux matchs, mais qui pour le futur des futures carrières de certains joueurs. Froh zu bis mich spät aus der Lose dass er dann an Schweiz geht um Holland Match oder wie so du den stand im Moment noch nicht nee. Ich hatte gestern noch eng Interview mit diesem Präsident, wo ich gesagt habe, dass ich im Prinzip sogar lieber gefallen bleibe, respektive an diesem Windenumfeld, die Stage mache für Holland, weil so wie geplant war, für 5 Tage in der Schweiz zu fahren. So, wenn man dann konzentriert das ganze Deplacement, wie viele Stunden das auf sich hält, für dann 4 Tage oder 5 Tage dahin zu gehen, mit dem Risiko, dass dann eventuell auch noch den Freundschaftsländer mit irgendwo Kind kompliziert gehen, den 4 und 5.
mein Wunsch habe ich geäußert, dass es mir mehr wichtig wäre, dass man unbedingt auf eine Freundschaftsmatch spielen, den dritten, vierten, fünften oder den zweiten, wie man auch, Juni, dass das für mich mehr wichtig für respektive Priorität hat, pro rapport zu einem Stage, wo ich dann gehe ins Ausland vor. Ich habe gesagt, dass ich mich dann an diesem gewinnten Umfeld, was man durfte beim Promoter Leverkusen, für mich alle Turnieren gesehen, für können super sich zu präparieren. So, das Tag gesagt, tut sich schon ein bisschen anders, da ist, wo wir noch den einen oder anderen Oven eventuell eine Animation weiterbringen, wo wir irgendwo fortführen, ja? weil das Tag mir eine lange Periode geht. Mir ist schon der Wunsch geäußert, für heute zu bleiben und fortzufahren, weil, wie gesagt, das ganze Deplacement mit den Umständen, die das Matze springt. Ich fahre zum Beispiel ab Kranz am Auto gefahren, weil ich 7 Stunden nachweh. Wenn wir noch mal Bus drüber fahren, dann geht das noch mehr wie 7 Stunden, wenn wir den Flieger wollen, noch vor dem Land, um wieder rüber zu fahren. An, wenn ich den Pur in der Kontra aufgeweiht, dann ich denke, das ist mehr sinnvoll, wenn wir dann hierheim bleiben, als hier ordentlich präparieren, wie gesagt, dann Priorität das. Und das. Für mich ist das wichtig, dass man ein Präparationslernematch für unser Land. Das ist für mich das Allerwichtigste. Weil auch mein Kalo, wir spielen heute die 2 Matches und dann also mein zwei Monate Pause. Und für mich ist das Fische so loren, mein Kalo, den Präparationsmatch gibt es dann. Sie können froh, mein. Voilà, dann so mal merci. Merci auch. Oui. Attends 2 minutes. Juste encore une précision. Il y a 67 demandes d'accréditation de la Fédération française pour les journalistes.